Hallo Leute und willkommen zurück bei Cry of Feel. Und ja, wir sind letztes Mal haben wir gerätselt und jetzt haben wir einen Sniper und allem ziemlich geil. Und ich habe sogar noch meine Schrotflinte zurückgekriegt. Ich muss mir das ganz kurz. Pretty weak. Die Pistole finde ich nicht. Also die geht schon eigentlich klar. Meiner Meinung nach. Wieder ein Park. Wie viele Parke gibt's denn in der Scheißstadt hier? Boah! Junge, mich nicht erschrecken. Straßenlampen, bittere Kälte, leer, alles leer. Hello? Wer ist das jetzt? Hello? Simon, bist du das? Wahrscheinlich. Hallo, ich kann dich nicht hören. Ich bin's. So! Wo du? Woher hast du meine Nummer? Kannst du mir helfen, was zum Beispiel geht in dieser Stadt vor sich? Ich rette Simon, ich auf dem Dach gegen. Du bist wo auf dem Dach? Ich verstehe kein Wort. Hallo, bist du noch dran? Meine Freunde, wo bist du? Auf einem Dach. Auf dem Dach? 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 Na, auf dem Dach und dann eine schlechte Verbindung. Also es müsste schon entweder so ein großes sein. Bin gespannt, wahrscheinlich auf einen der Dächer hier. Hier ist ein Stadtplan plus eine Spritze. Okay, jetzt sind wir wo? Wir waren hier. Hier haben wir das gemacht. Und jetzt sind wir von... Also wir sind hier irgendwo... Wir sind hier gewesen. Sind dann... Ich glaube... So und dann so und... Ah ja, wir sind also hier irgendwo gewesen, sind hier durchgegangen, sind hier dann im Untergrund gewesen, sind dann hier irgendwie rausgekommen, glaube ich, meiner Vermutung nach. Dann sind wir hier und dann, wir sind hier zum Park gekommen. Dann sind wir hier rumgegangen, haben das Ganze gemacht, hier war die Löwenstadt, hier bloß das Haus und hier sind wir dann runter und jetzt sind wir hier. Buja. Okay. Erstmal rumklicken wie nachher, ich denke, weil ich mich wundere, wie ich da denke. Okay. Ich muss noch ein Dach. Scheinbar. What the fuck? Ah ja, ich. Ja, dich hole ich mir. Oder kann ich dich überhaupt hier durchholen? Okay, ich verschwende nicht noch 10 weitere Schüsse. Nein, danke. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird noch richtig, die scheiß Munition. Okay. Ah ja, hier durch. Ah ja, deswegen konnte ich nicht abschießen. Jo, wie viele? Jo, wie viele? Deswegen Spritze. Was die für Geräusche machen, ich werde nicht. Ich glaube, ich nehme mal die. Einfach nur die Waffe in die Hand, weil hier brauche ich sowieso kein Licht. Hier ist Licht. Reloading! Reloading! Help me! Okay, schöner Headshot. So, weiter geht's. Also, da haben wir mal rein. Den habe ich mal voll den Kopfschuss gegeben. Oh ja. Mit der Pistole kann ich snipern. Boah, okay, dem muss ich einen Sniper-Shot geben. Das ist auf schöne Präzision. Und. Warte. Boom! Haha, geil. Das macht Spaß. Schön ein bisschen mit der Sniper hier. Schön durchballern. So. Ja. Haben wir geklärt? Ich clear das jetzt erstmal. Ich will Ruhe haben, falls ich irgendwas machen muss. Ah ja, wir kommen hier. Kann ich in die Tür? Nö. Ja. Okay, ich habe jetzt gedacht, man kann da einfach gleich durch, aber dieses Tor ist locked. Okay, also irgendwo hier ist wahrscheinlich ein Schlüssel. Wie ich mir das schon vorstellen kann. Wahrscheinlich liegt der jetzt hier irgendwo blöd rum oder so. Ich gehe mal auf die Parkbänke gucken. Bestimmt liegt hier vielleicht mal Munition oder so. Ist hier. Something is blocking the door. Okay. Dann beschwere ich mich auch erst gar nicht. Something is blocking the door. Hier geht's noch nix. Okay,
Okay, dann gehen wir eigentlich mal zu dem sehr schön leuchtenden Ding. It's got crosses of blood on it, I should check it out. Achso, das X markiert den Schatz, sagst du. Oh, und gleich noch eine schöne Schaufel. Okay, die Shotgun natürlich weg, weil die hat keine Money für mich. Gottes Fates. Den Spaten. Ah ja, und hier kann ich wahrscheinlich dann. Ah ja. M16 Rounds. Ja, die bringen mir jetzt noch nichts. Ich habe ja schon eine M16 gehabt und wird dann danach gekillt. Was ich alles in allem nicht cool fand. Okay, hier kann ich schon mal nicht. Okay, also solche Hubbels. Solche Hubbels. Ich kann natürlich auf den Plan gucken, damit ich das ein bisschen besser weiß, wo die sind, aber ich werde es auch so finden. 10 Stunden später. Ah ja, da ist noch einer. Pistolenmuni. Das ist das Schönste auf der Welt. Ich gehe einfach mal so jetzt grob ab, um schon mal das abzusuchen, wo ich das automatisch sehe. Also wo ich das von meinen eigenen Augen aus sehe. Aber ich sollte das auch so ungefähr erkennen, weil es ist ja nicht wirklich schwer. Was haben wir hier? Nochmal Pistolenmuni. Okay, schön. Also ich werde, glaube ich, wahrscheinlich jedes Loch ausgraben, dadurch, dass bei jedem Pistolenmuni ist. Okay, hier ist keins. Das sah sehr danach aus. Warte mal, was ich machen kann. Do we that da und dann... schon besser. Ah ja, natürlich ist ja eins, das ist klar. Zwei sind klar, weil... Ja. Ah, Sniper-Ammo. Immer so. Hier ist nichts, scheinbar. Okay, so, jetzt gehen wir mal auf den Plan, damit ich das besser sehe. Okay, also eins ist mittig. Dann hinter der Wand, hier irgendwo. Da! Okay, das habe ich gefunden. Eine Spritze, sehr schön. Okay, nochmal zurück. Dann, also das haben wir. Da haben wir das schon mal mit der Schuhe. Okay, warte mal, ich bin hier und hier ist der Weg. Okay, der Weg heißt also den Weg. Ah, da ist die Mauer, heißt also an die drei Dinger komme ich gar nicht erst dran, weil hier die Mauer ist. Und hier ist dieses Ding und dahinter war, genau, okay, also das ist die Mauer. Heißt, und das sind Türen, habe ich mir schon gedacht. Okay, also heißt, da war ich, die habe ich auch, heißt, das. Also, hier ist das. Und dann hier? Nee, okay, hier ist nichts. Boah, das ist hier Schatzsuchen, ne? Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Das ist ein großes Ding. Nee, doch, das habe ich auch. Boah. Aber das da oben, glaube ich, noch nicht. Warte mal. Nee, das kann ich noch nicht haben. Geradeaus und dann gleich ein bisschen nach rechts. Geradeaus. Dann ein bisschen nach rechts. Also hier irgendwo. Ah ja, hier ist dieser Wubbel und hier irgendwo ist das. Oder ist... Ach, das ist außen. Oder nicht? Aha. Das war sneaky beaky like hier. Oh, ein Schlüssel. Oh Gott. Okay, warte mal. Was ist los? Den Spaten können wir jetzt fallen lassen. Ich habe auch keine Ahnung. Ne, das geht ja auch keiner. So, Gott, Entrance Key. Zerflüt. Okay. Also. Das sind wieder fliegende Betten. Ich weiß. So habe ich bemerkt. So. Dann knallen wir dich gleich mal ab. Ich bin ja nicht in dem Level. Okay. Jetzt kann ich mich anschießen und ich bin in dem Level. So, da ist noch eins. Ah, ich habe keinen Schuss mehr. Ba-ba-ba-ba. Also, wie viel Schuss habe ich denn immer noch? Ich schieße mal mit der Pistole, glaube ich, weil ich will nicht meine Sniper ausballern.
Dafür ist mir die Munition so selten. Die Shotgun kann ich nicht mehr mitnehmen. Gerade nicht. So, der ist nach unten gefallen. 2 Schuss brauche ich nicht. So, okay, dann gehen wir mal den Schlüssel benutzen. Hier sind keine fliegenden Betten mehr, hoffe ich. Okay. Okay, so, jetzt kann ich die Shotgun noch holen. So, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Stamina. Okay, passt alles. Weil die Shotgun will ich nicht da lassen. Die hat immer noch einen Schuss. Also, so nützt es nicht. Die kann einen Menschen, glaube ich, oder einen so ein Viech, so ein Zombie, ich weiß auch nicht, töten, denke ich, hoffe ich. Oder wenigstens anschwächen. Okay. Wir sind im Haus. Glaube ich. Kann sein. Wird mal ins Haupt betrachten. 6 Minuten. Okay, 7 Minuten. Kann ich auch. Da ist das Holz. Hier ist ein Fahrrad. Hier ist ein Tor. Und hier ist ein Tor. Der Elevator ist not working. Ich höre wieder die Betten. Glaube ich, dass die Betten waren. Ich höre es. Ich nenne die ab sofort wirklich Betten. Ach so. Nein. Der Elevator brauche ich nicht. Ich bin sowieso oben. Okay, also ich muss hier raus. Es gibt keinen anderen Weg, außer diesen. Ander Kostüm. Okay. Das hätte mir mal früher sagen können, dass es sowas gibt. Vielleicht habe ich das mal in den Respect Garden Gast of Dale. Nee, oder mal. Ich habe jetzt falsch geturnt, Gustav. Na, doch, paar. Okay. Hier kann ich raus. Aha, jetzt sind wir hier oben. Das Ferne. Also, wie groß Stockholm wahrscheinlich ist. Aber hier auf einmal verdunkeln nur noch die einzelnen Lichter. Der Sternenhimmel. Schon krass. Schon ziemlich dunkel scheinbar. Der Wind, der bläst. Der bläst hart, meine Freunde. Oh Gott, den Jump haben wir geschafft. Dann ab auf die Leiter. Jetzt sind wir auf dem Dach. Sollten wir vielleicht die Person sehen können. Oder halt auch nicht. Also, hier können wir noch runter und da liegt auch einiges an M16-Munition. Ich hätte gerne mal die M16, wenn da schon so viel Munition hier rumliegt. Aber wenn ich jetzt schon Munition kriege, dann habe ich später welche. Okay. So, da ist ein Bett. Okay. Also erstmal hier, ich will die Munition haben. Gut. Ob ich den Jump schaffe? Ne, ich will es nicht riskieren, weil es gibt viele unsichtbare Wände. Und unsichtbare Wände sind der größte Feind in jedem Spiel. Manchmal. Ein paar Mal auf jeden Fall. Hier ist ne. Wo ist er hin? Er hat sich durch mich durchgebackt. Nicht durch mich durchbacken, böser Durchbuggy. Okay. So, hier ist auch nichts mehr. Hier ist. Ach ja, da ist das Bett, genau. Boah, was. Ah, geil. Ich hab wieder mal Shotflint Money. Dich kill ich so, weil ich dadurch viel besser. Ach, ihr könnt. Ach so. So weit sind wir schon. Der wollte mich kneifen. Der wollte mich einfach kneifen. So einer ist es also. So. Das wird wahrscheinlich eine längere Folge, weil ich jetzt länger aufnehmen will. Okay. Also wir sind jetzt doch hier auf dem Dach. Okay. Naja, hier geht's nochmal nach oben. Jetzt sind wir aber bald wirklich auf sehr hohem Dach. Also ihr sollt mal langsam die Person sehen, die uns da angecallt hat. Ein Mädchen. Sophie. What the hell are you doing here? Oh, was zur Hölle machst du? Ha, Samu. Was? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich begreife gar nichts mehr. Geht nicht mehr, ich auch nicht mehr, weil ich verstehe nicht, wie die Leute. Was genau verstehst du nicht? Was glaubst du?
Die ganze Verwüstung übersät mit Monstern und ich. Ich sag das jetzt nicht weiter, das sagt er sowieso auf Englisch. Are you hurt? Monsters? Ich frag mich, wo der seine ganzen Waffen da hat. Wie geht's dir so? Also, das ist doch eine nette. Ich weiß nicht. Das hasse ich, die Frage, wie geht's dir so? Du kannst nicht sagen, na, ist jetzt egal, sei später. Better now that you're here. Yeah. I'm glad you're here too, Sophie. I've been alone all this time. I see. Sounds tough. But what about yourself? Ich mach mal ein bisschen lauter mein Headset. Why are you here? Ist auch noch viel besser. Are you hiding up here from those things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just thinking. Die merkt da nichts davon, dass ich da rumgeballert habe oder was? I woke up myself, but it wasn't an alley and wait, I can probably show you. No, push Simon. Can't we just sit here for a while? Nice. Yeah. Sure. Die Musik ist geil. Das sehe ich jetzt schon. Do you want to know something? Yes. Yes, I do. I want to know just what in the fuck is going on here. Is it about that doctor guy in the gas mask? Doctor? Simon, please. No, I mean about school. Yeah. What? You're pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, son. Yeah. Yeah, you did have it pretty rough. Thank you. Yeah. It's got voll schön. Girls at school, and I don't know. I just I wanted to protect you. I don't love you, but I think I could if we got to know each other better. So I haven't just said anything. Simon, der Flirt Monster 9000. I mean, I wasn't exactly. Ich bleib einfach mal ruhig. Liked you, Sophie. Oh, Simon, I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. I always thought that you were just a friend, nothing more. I'm sorry. It's kind of me, I think. Okay. Stockholm. Überall Lichter und so. Bisschen komisch, wie das gerade auswirkt. Ist halt so. Damn, so much stuff has happened lately. All this craziness, the darkness and the monsters. Die Dunkelheit ist echt gut. I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on with you. Yeah, really. Was it you who tried to phone me, by the way? Yeah, I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh, but what? Out here? No, away from everything. Away from all this. What? The fuck do you mean? You know full well what I mean. Wait a sec, you mean all... Huh? No!
Nice. What the fuck? Die jumpt einfach runter. Alter, die Musik, also ich bin gerade richtig pumpt. Seit einer Seite habe ich so Gänsehaut, zur anderen Seite. Keine Ahnung, also ich kann nichts mehr davon halten. Was ist jetzt gerade passiert? Die jumpt einfach runter, Alter. So, so eine Hoffnung, so und. What the fuck? Was kommt da jetzt? What the fuck? Was bist du für ein. What the fuck? Ich begreife gar nichts mehr. Ich begreife gar nichts mehr, Leute. Ich begreife gar nichts mehr. Was ist das, was er gebracht hat? Oh, jetzt. Jetzt gibt's Rage Mode. Jetzt gibt's Rage Mode Simon. Jetzt gibt's Sniper Simon. Do you want to escape? Nein. Fuck. Escape. Man kann escapen. Okay. Ja, wenn die Muni ausgeht, dann. Keine Ahnung. Boah, Alter, ich sniper den Typen gerade weg. Ach, scheiße, wieso hab ich nachgeladen? Ich glaube, ich kann mich hinter verstecken. Wenn ich hier die Dringer noch treffe, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich geb dir zu viele Headshots, dass sogar den komischen. Was fliegst du überhaupt? Seien die eine. Ich will es gar nicht wissen. Wahrscheinlich auf einem Luftballon oder sowas. Kackass. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Das ist ein Viech, was auf einem Stuhl sitzt. No Scope. Jetzt gibt's die No Scope Masters, ja. Okay, also den müssen wir jetzt kaputt machen. Der hat scheinbar unsere. Keine Ahnung. Was muss man dazu sagen? Unsere Liebe, keine Ahnung. Was, unsere einzige Hoffnung wahrscheinlich. Gerade scheinbar umgebracht. Läuft. Also du stirbst, du Sack. Das ist mir schon mal irgendwie bewusst. Nice. Ey, cool. Ich kann mich hier hinter verstecken. Sehr schön. Boah, ihr wollt nicht wissen, wie ich gerade STG und Shift halte gleichzeitig. Das sieht so behindert aus. Ich kann nicht. Ja, Ding. Luft anhalten. Komm schon! Die! Die, Bitch! Boom. 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 Er ist tot. Ja, Mann. Gib ihm, Alter. Geraged. Tot. Bastard. Tschüss. Einfach mal alles raushauen. Da liegt sie. Ach, und der ist verschwunden. Okay. Kranke Scheiße. Gleich meinte er. Okay, also wir müssen, glaube ich, zurück. Wir können so zurück. Und über den Dächern von Stockholm verabschiede ich mich euch zu dieser Episode. Ah, nein, warte mal. Ich muss noch schnell zum Safe Point. Ich bin bei einem Safe Point. Wir haben vorhin gespeichert. Hier wieder. Okay, und mit diesem kranken Ende und gänsehautmäßigen Ende verabschiede ich mich von euch und würde mich freuen für den, also für ein Like und alles, und ich gehe jetzt erstmal in eine Ecke und deprimiert tot. Ich mache jetzt Suizid. Kein Bock mehr. Nein. Ja, aber wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein.